Ja, huhu, hier wieder beim Quali, kurz vor der Konfrontation mit der Sphinx in Magic Duels Origins. Auf geht's. Die böse Sphinx, die es missbraucht hat. Amaret ist zu widerstandsfähig, um ihnen mit hoher Gewalt beizukommen. Erschöpfe seine metallen Ressourcen und lasse ihn von einer leeren Bibliothek ziehen, so gewinnst du unabhängig von seinem Lebenspunktestand. Ja, das haben wir ja in den letzten Spielen auch schon ganz gut hingekriegt. So, Bibliotheken lernen kriegen wir hin. Ja, die Karten mag ich nicht, ich zieh mal neu. Karten ziehen, Gedankenforscher. Hier, ah, das ist die Belehrung der Sphinx. Sehr gut. Die müssen wir möglichst früh rausspielen, damit es möglichst schnell geht mit dem Bibliothek lernen. Mein Zug. Spielen wir den Azurmagier. Können wir nämlich auch schon für 4 Mana Karten ziehen. Wir haben momentan erst 3 Mana, das heißt, momentan wäre es ganz gut, wenn wir Mana nachziehen. Nein, haben wir nicht. Wir spielen trotzdem die Belehrung des Sphinx. So, geht alles noch durch. Ich habe noch ein bisschen Schiss vor Counterspells. Greifen an. Es wäre natürlich witzig, wenn wir den jetzt... Rückruf. Bringe eine Kreatur deiner Wahl zurück auf die Hand ihres Besitzers. Ja, okay. Läuft. Solange er uns das nicht auf die Hand zurückschickt, das ist die Karte, die Schlüsselkarte zum Sieg hier. So, ein Verteidiger für 06 fliegend. Juckt uns momentan eigentlich auch nicht sonderlich. Der kann uns nämlich auch nicht angreifen. Und selbst wenn er das könnte... dann könnte er uns nicht großartig gefährlich werden mit dem Nullstärke. Wir spielen nochmal eine Belehrung des Sphinx aus. Nett, dass wir die gezogen haben. Aber momentan hat der Gegner keine großartige Bedrohung auf dem Feld, gegen die wir Kreaturen bräuchten. So, und so millen wir halt jede Runde 4 Karten auch von seinem Deck weg. Bisschen einfach daherkommt. So, er hat Mana offen. Schauen wir doch mal, ob er einen Counterspell besitzt, indem wir den Phantomkrieger rausspielen. Er hat einen Counterspell. No problemo. Aber gut, dass ich den Azurmagier nicht ausgespielt habe, weil den hätte ich gern auf dem Feld. Da kommt noch eine Mauer. Wie gesagt, die jucken uns nicht sonderlich. So, wieder 4 Karten von den Gegner weg. Und gleich sind es schon 6 Karten, weil wir haben nochmal die Belehrung des Sphinxes gezogen. Ein bisschen Mana, wenn ich schon. Obwohl, das geht jetzt auch so schon richtig fix. 6 Karten pro Runde weg. Also unser Zug, 6 Karten weg. Wir haben eine Insel gezogen. Insel. So. Legt ein Gegner deiner Wahl die obersten 5 Karten in der Bibliothek auf den Friedhof. Solange du eine Spontanzauber-Hexerei-Karte davon... Das können wir aber noch nicht spielen. Wir schauen einfach mal, ziehen ihm einfach nochmal einen Counterspell aus der Hand. Jo. Kein Ding. Nein, den hätte ich gerne auf dem Feld. Muss ich ja ehrlich zugeben.
kommt die Nebelbank. Noch ein Verteidiger. Aber wie gesagt, juckt uns nicht. So, den können wir jetzt ausspielen. Mal gucken, ob er da was hat gegen. Ja, er hat schon wieder einen Counterspell. Irgendwie scheint sein Deck nur aus Counterspells und Mauern zu bestehen. Ein bisschen langweilig. Ja, in zwei Runden haben wir gewonnen. Hat keine Bedrohung für uns. Jeder Spieler zieht zwei Karten. Ja, dadurch tötest du dich selber, mein Freund. Dadurch verliert er nämlich seine ganze Bibliothek jetzt. Ja, hier nochmal, hat zwar schon... Wir haben schon gewonnen. Also das Match ist echt extrem langweilig gerade. Wie ich Magic kenne, war das nur der Auftakt zu dem richtigen Endmatch. Na, Counterspell. Jo, Counterspell. Und noch einen rausspielen. Weil wir es können. Und dann gewinnen wir. Sieg! Also für ein Finale sehr, sehr müßig. Weiter. Wenn ich das jetzt nochmal klicke, dann muss ich nochmal gegen ihn spielen. Ne? Falls das so ist, machen wir das eben auch noch. Spielen wir dieses langweilige Match nochmal. Obwohl, ich kann auch sein, dass es nur langweilig war, weil wir halt die richtigen Karten sofort hatten. Aber wir haben die schon wieder auf der Hand. Das heißt, wir behalten die Karten an und hoffen, dass wir nochmal... Ich habe irgendwie gehofft, dass wenn ich jetzt auf Weiter klicke, da jetzt irgendwie nochmal so ein... jetzt nochmal... krass drauf und geben dir einen echten Gegner am Ende. Aber... wohl nicht so. Ja, aber wenn wir jetzt keine Mana nachziehen, dann könnte das vielleicht sogar halbwegs interessant werden. Obwohl, wir haben beim Glück nur noch keine einzige Angreiferkreatur gesehen im letzten Spiel. Also, er muss irgendwas im Deck haben, was... Was kann der? Verhindere einen Kampfschaden, der Nebelbank zugefügt und von ihr zugefügt wurde. Ja, okay. Blockt uns einfach weg. Mana! Bin ich schlecht. Irgendwas muss in diesem Deck drin sein, was uns auch Schaden macht. Zum Beispiel der. Der will übrigens auch immer decken.
Ja. Ohne Mana wird das hier dann doch ein interessanteres Match als gedacht. Dann verhindern wir mal ein bisschen Schaden. Das Problem wird jetzt sein, die Belehrung der Sphinx rauszukriegen. Durch die ganzen Counterspells, die der Gegner hat. Aber wir probieren es mal. Ja, ist draußen. Sehr gut. Also, wenn ich mich so zurückerinnere, hatte er eigentlich nur Anti-Kreaturen mit Counter. Ich weiß nicht mehr. Blocken überspringen oder blocken wir? Überspringen das mal. Ein Schaden ist jetzt nicht so wild. Noch ein Rätselhüter. Fangen wir noch mal mit dem Millen an. Counter müsste jetzt glaube ich nicht erwarten hier. Die Karte finde ich irgendwie meh. Ja, immerhin sind wir jetzt mehr unter Druck als im letzten Spiel. Dadurch, dass wir zwei Kreaturen haben, die uns immer jede Runde so ein bisschen pieksen. Das heißt, wir sind gezwungen, ihn schneller zu millen, als uns lieb ist. Aber mit zwei von diesen Teilen auf dem Spielfeld ist das jetzt auch nicht so sonderlich schwer. So, wenn wir den spielen, dann können, landen wir wieder in einem Counter. Das heißt, ich ziehe mal lieber eine Karte. Lasse den Gegner wieder schön abschmeißen. Weil das ist ja unsere Aufgabe. So, Angriff überspringen. Ich glaube, diese Runde haben wir schon Land ausgespielt. Du kannst uns gerne zwei Schaden machen. Das interessiert mich nicht, die Bohne. Aha, da kommt die Bedrohung. Ah, Zweierfliege. Ja. Und er mildt uns mit dem auch. Nice, nice. Aber wir sind schon so fortgeschritten, was den Mildprozess hier angeht. So, haben wir drei. Wir, kostet 4 leider. Aber wir ziehen einfach nochmal eine Karte. Ein Traumdrache. Das ist natürlich eine gute Antwort gegen den da. So, wie viel? Ja, 2 Schaden, 2 Karten auf dem Friedhof. Das kann ich verkraften. Ich kann überspringen. In ein paar Runden ist er eh tot. Und auch, er macht nicht genug Schaden, um mir jetzt hier gefährlich zu werden. Dafür sind die Karten ja einfach zu stark. Oh, er hat die auch. Auch eine Belehrung des Sphinx. Okay, das Mill-Duell hat eingesetzt. Das Problem für ihn ist, wir liegen schon um einiges weiter vorne. So, jetzt haben wir 4. Er hat bestimmt einen Counter. Aber ich versuche trotzdem immer die Hobia hoch zu bouncen. Kreatur auf die Hand zurückkommen. Okay. Weiter.
Wir müssen diesmal Karten abschmeißen. Da kommt jetzt wieder was auf uns zu. Müssen wir auch Karten abschmeißen, wenn wir blocken. Nee, müssen wir nicht. Dann block ich einfach eine davon mal. Block. Nicht so das Problem. Da kommt die Sphinx. Und wir brechen das Ganze mal ab, weil die wollen wir nicht haben. So. Wieder vier Karten weg vom Gegner. Nochmal vier Karten weg vom Gegner. Und nochmal vier Karten weg vom Gegner. Und das dürfte der Sieg sein, weil ich kann mir jetzt nichts mehr vorstellen, mit denen die Sphinx hier uns noch irgendwas Krasses zufügen kann. Noch eine Karte im Deck. Wenn er uns jetzt diese Runde nicht töten kann, dann Block. Lässt uns nochmal zwei Karten abschmeißen, aber das reicht nicht, Junge. Weil du bist jetzt auch tot. Weiter. Wir springen, wir geben in deinen Zug ab und auch das Match war nicht sonderlich aufregend. Ja, da ist der Koali müde. Warum er oben das so weit nach oben rutscht ist, das weiß auch keiner. Ne? Naja, egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Have fun, euer Koali und vielleicht schauen wir uns dann den nächsten Story-Modus mal mit einer anderen Farbe als blau. Das fand ich jetzt nicht so prickelnd, wo ich bin eh kein Blau-Fan. Bis dahin, tschüss.